Und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Kona hier auf Purity Let's Play. Wunderbar, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, wir haben momentan so ein paar lose Handlungsstränge, die wir jetzt am Anfang dieser Folge erstmal zusammenführen wollen. Hier ist es schön warm und wir müssen jetzt einfach mal schauen, was ist überhaupt bisher passiert und wo müssen wir ansetzen. Also, wir haben zu Beginn einen Anruf von einem schwerreichen Industriellen bekommen, der sich mit Vandalismus gesehen hat. So, wir fahren dahin, der Typ liegt tot da. Alles klar. So, wir kriegen raus, der ist sehr, sehr verhasst gewesen, weil der halt Mine und bla 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 und ist auch scheißegal. So, plötzlich ist dann die Rede von irgendeinem Monster, das kriegen wir dann geregelt. Alle Familien, die hier im Ort wohnen, hauen ab. Und ja, ganz nebenbei ist da noch eine angeschossene oder verletzte junge Frau zu einem Doktor gekommen. Also da ist schon eine ganze Menge passiert. Wir sehen auf jeden Fall hier im Notizbuch. Das ist ganz wichtig hier. Was mich erstmal weiterbringt, ist das Jagdhaus von Hamilton aufsuchen. Da kommen wir momentan einfach nicht hin. So, wenn wir jetzt aber hier mal durchgehen. Giselle Lechance. So, da sehen wir hier. Sie ist zu Eis erstarrt. So, dieser Gilles Lechance, der wollte fliehen, war aber zu spät. Ich glaube, Wölfe waren hinter ihm her. Okay. So, das ist schon mal in Ordnung. Dann sehen wir Wilfred Roy. Wilfred hat die Aufgabe, okay, jedes Dorf von meiner ist der Zeuge von etwas geworden, das ihn zur Flucht veranlasst. Nicht gerade sehr mutig für einen Wildhüter. Er ist zusammen mit seiner Frau nach Nord Maniston aufgebrochen. Auf ihrer Flucht fuhren die Roys bei Familie Blay vorbei. Okay. Also, die drohende Gefahr muss sehr groß gewesen sein. Jean Roy, die machten im Haus Blay Halt. Von dort aus setzten die Frauen ihre Flucht nach Norden in Louis Blays Auto fort. Nur die Frauen. So, das heißt, die Männer sind geblieben. Es sieht so aus, als ob sie sich für einen Weg durch den Wald entschieden hätten. Wilfred Roy, Beruf Ranger. Okay, 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 okay. Gut. Wisst ihr, was wir machen? Wir fahren zurück zum Haus von Gilles Lechance, denn da sollen die Kollegen ja das erste Mal quasi gewesen sein. Dahin wollten sie fahren. Das ist der Weg, wo sie hinfahren wollten. Und wir müssen rauskriegen, was überhaupt mit diesen Männern passiert ist, denn vorher hat das alles keinen Sinn. Die sind quasi von hier aus gefahren. Wir müssen jetzt einfach mal den Weg rekapitulieren. Die sind zurückgefahren zu den Blaze. Dahin sind sie zuerst gefahren. Okay, wir müssen noch mal kurz aussteigen, weil ich hier im Auto die Karte nicht richtig lesen kann. So, die sind zuerst ins Haus, von hier aus zum Haus der Blaze gefahren. So, das ist nicht, das ist da. Von da aus sind sie dann zu den Lechance gefahren und von hier aus, Bedard, wer ist das eigentlich? Und von da aus wollten sie dann quasi, ja, sind sie durch den Wald gegangen. Okay, da hinten ist der Doktor, das hier ist eine andere Seite. Blaze und dann zurück zu Lechance. Okay, dann probieren wir es erst einmal, würde ich sagen, jetzt bei Lechance. Fahren dorthin und probieren dann irgendwie, ja, mal im Wald nachzusehen, ob wir da irgendwas finden können, was uns jetzt hier erst einmal, sage ich mal, verborgen bleiben würde. Ich würde sagen, wir lassen unser Auto einfach mal hier stehen und probieren hier den Wald mal abzusuchen. Das ist klar, dass wir hier immer nur begrenzt Zeit haben. Was haben wir denn hier? Brief an Wilfred. Sehr geehrter Mr. Roy, ich schreibe Ihnen, weil
mich mein Gewissen plagt. Vor kurzem sind Martin und ich in der Nähe ihres Hauses spazieren gegangen. Dabei haben wir bemerkt, dass die Tür zu ihrer Laube offen stand. Ich wollte, dass wir weitergehen, aber Martin ist ein kleiner Draufgänger. Er hat sich ein paar Sachen aus ihrer Laube eingesteckt, darunter auch Munition. Vater hat mir gesagt, dass ich nie mit so etwas spielen soll. Deswegen habe ich die Munition sofort zurückgelegt. Aber die anderen Sachen hat Martin versteckt. Mir tut das alles sehr leid, Mr. Roy, aber ich hoffe, Sie rufen deswegen nicht die Polizei. Das werden Sie doch nicht tun, oder? Vater wäre so böse mit mir. Ich werde Ihnen all die Sachen zurückbringen. Versprochen. Marie Bedard. Okay. So, das heißt, gerade hat sich das Haus der Bedards auch qualifiziert, um einmal kurz, irgendwie in Anschau genommen zu werden, denn da hoffen wir, können wir ein paar Sachen finden, Munition und so weiter. Wenn die nämlich noch nicht zurückgebracht worden ist, dann haben wir da auf jeden Fall etwas, was wir sehr, sehr gut gebrauchen können. Und dementsprechend fahren wir hier gerade in die völlig falsche Richtung und bauen einen kleinen Unfall. Aber ja, das Schadensmodell ist hier nicht so, dass uns das irgendwie stören sollte, deswegen los geht's. Ich sehe momentan sehr wenig. Wenn ich ehrlich bin, sehr wenig ist eigentlich so gut wie gar nichts, aber naja, was willst du machen? So, jetzt schauen wir mal. Hier muss es reingehen. So, jetzt schauen wir hier erstmal in den Briefkasten. Wir haben gelernt, Briefkästen können ziemlich nützliche Gegenstände sein, wenn man nämlich versucht, irgendwas rauszufinden. So, gucken wir mal hier. Da ist etwas drin. Eine Zeichnung, eine Schatzkarte. Ah, genau, diese Schatzkarten. Die muss ich mir merken. Aha. Okay, sehr schön. Und dann haben wir hier noch einen Brief drin. Brief an Marie. Liebe Marie, möge die Schatzsuche beginnen. Ich habe überall im Dorf tolle Sachen versteckt, die du finden kannst, wenn du meinen Hinweisen folgst. Hier hast du die erste Karte. Die Suche beginnt bei unserem Haus. Du bist so klug, dass du sicher alle finden wirst. Martin. Aha, also auch da noch eine kleine Nebenattraktion, der wir nachgehen können, aber alles zu seiner Zeit. Jetzt wollen wir uns erstmal im Haus da umsehen und von da aus können wir ja dann die Schatzsuche beginnen, falls wir bis dahin keine weiteren Hinweise haben, denn tatsächlich sind wir momentan ein bisschen auf dem Schlauch. Also momentan wüsste ich nicht genau, wie wir jetzt hier weitermachen können. Haus der Familie Bedard, das ist schon mal gut. Hier sehen wir auch wieder einen Schuppen. Hier gibt es also auch wieder eine Menge zu erkunden. Was mich an und für sich freut. Und wir werden sehen, vielleicht bringt uns auch diese Familie hier jetzt auf den rechten Wege. Hier steht erstmal ein Fahrrad. Hier ist erstmal ein Schlüssel. What was even the point of locking your door? If everyone hid their key in the same place. Carl was starting to feel like his investigator life lacked challenge. Okay, ja, wir fühlen uns unterfordert. Ja, das war jetzt tatsächlich nicht allzu schwierig, hier den Schlüssel zu finden. The house smelled like incense. The kind that reminds you of the good Lord, of peace. Ja, Weihrauch ist aber eigentlich nicht so eine tolle Sache, weil wenn man Weihrauch versprüht, dann hat man ja irgendwas auszutreiben oder so. Und ich wäre jetzt sehr ungern in einem Haus mit irgendeinem Wesen, was es auszutreiben gilt. Aber wir schauen mal. Wir müssen mal kurz übrigens auch gucken, dass wir im Fall der Fälle immer schnell Verbrauchsgüter, Ausrüstung. Ich hätte echt immer gerne meine Axt gerne so parat, weil, ja, seit dem letzten Wolf-Überfall da Religion was very influential throughout Quebec many years ago. Indeed, it was surprising that Carl did not come across a single chapel since arriving here. Okay, also eine Bibel haben wir hier. Ja, scheinbar. Leben wir hier aber in einem sehr religiösen Haus. Oder sind wir gerade in einem sehr religiösen Haus gelandet? Genug zu essen für harte Zeiten. Ja, das ist doch schon mal was. Aber nichts, was wir jetzt gebrauchen können hier in unserer Szene. Das ist. Da ist kein Kleingeld zu finden. Na, was für eine Kacke. So, dann schauen wir hier. Machen wir hier mal wieder auch ein Feuerchen. Wir müssen uns natürlich immer schön aufwärmen. Wir kennen das Ganze. Aber das ist ja nicht allzu, nicht allzu sparsam verteilt. Von daher passt das mehr oder weniger. So, wir schauen uns erstmal hier drin um. Hier haben wir weitere Steaks. Die nehmen wir natürlich immer mit. Was zu essen kann in so einer Phase hier nie schaden. Schauen wir mal da raus. Untersuchen, kein Freiton. Alles andere hätte mich sehr gewundert. Was haben wir da? Drei Streichhölzer.
Sehr schön. Dann schauen wir mal hier, was wir da haben. Polaroid-Filme, auch sehr schön. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Faden anbringen. Aber ich habe immer noch kein Dings gefunden, Mensch. Einmal Anzünder, einmal Flasche füllen, okay. Verbrauchsgüter. Schön die Flasche Wasser weginhalieren und wir machen sie nochmal voll und geben nochmal Vollgas hier. Ich will natürlich wieder bei bester Gesundheit hier sein, das ist ja ganz klar. So, wo ist. Ach nee, das war falsch. Verbrauchsgüter, Flasche Wasser, Vollgas und nochmal das Ganze. Wenn das so einfach ist, dann machen wir da natürlich auch das Beste draus. So, jetzt sind wir eigentlich wieder bestens geheilt. Das ist schon mal schön. Flasche Wasser, da komme ich nicht dran. Hier auch nicht. Da ist nichts drin. Hier war ich, glaube ich, schon. Gut, dann gucken wir hier auch nicht wirklich etwas. Können wir hier in die Keksdosen reinschauen? Nein, jetzt habe ich mich fast erschrocken hier. Der Fernseher ist auf der anderen Seite. Ja, und was haben wir da? Natürlich wieder Fenster. Das heißt, wir sehen schon, also die Leute hier, die sind alle relativ besessen von ihren Fenstern. Also es scheint so, als würde hier irgendwas rumrennen, was wirklich gefährlich ist. Ein Bild Good des Paul Papstes. VI, appearing papal. His crooked fingers gave the impression he was about to bestow a miracle. Tja, tatsächlich. Sehr päpstlich sieht der Papst aus. Das ist die Erkenntnis dieses Spiels hier. Absoluter Wahnsinn. So, was haben wir denn hier? Das konnte ich mir doch gerade noch angucken, oder? Interessante Sonne. Ja, absolut. Gut, dann schauen wir mal weiter. Was haben wir hier The wieder? Ja, perfect cookie-cutter-Catholic-Family, most likely attending church every Sunday. Neuer Notizbucheintrag, muss ich mir merken. So, das ist ein kleines Kindchen. Und dann schauen wir mal, was wir hier haben. Eine Badewanne. Ja, was haben wir denn hier? Who Das knew sieht that giraffes sehr thrived in the North Pole? hässlich aus, The muss ich craze for sagen. toys was stupefying. Ja, wahnsinnigsten Ideen, kann ich zustimmen. Das Vieh sieht wirklich abartig aus, würde ich mir nicht reinhängen, muss ich sagen. Und die arme Nonne muss euch beim Love Baden of religion zugucken, and ancestors was rooted deep inside the hearts of Canadians of old, to which the Bedards appeared to be closely related. Gut, also hier wäre mal wieder nix. Dann schauen wir mal hier. Das scheint mir irgendwie das Kinderzimmer hier The zu family's sein. mother must have spent her days washing the filth off her kids' diapers. Okay. Ja, das meiste Zeit mit dem Waschen von Windeln verbracht haben. Das ist eine schöne Vorstellung. Naja, eigentlich nicht. Gucken The wir mal, empty was wir hier cradle haben. sent an eerie feeling down Carl's spine. As if minutes ago someone just grabbed the baby and made a run for it. Okay, als ob sich vor kurzem jemand das Baby geschnappt hätte. Das wollen wir mal natürlich nicht annehmen. Schauen wir mal hier, was wir hier haben. Das Schlafzimmer offensichtlich. Carl wasn't desperate enough to invade a village woman's privacy. Carl wasn't desperate enough to invade a village woman's privacy. Ja, das kann doch wohl jetzt nicht wahr sein. Natürlich muss ich jetzt darin lesen. Das ist doch wohl wichtig, oder wie sehe ich das? Eieieiei, nee. Aber das ist kein guter Privatdetektiv. Da darf man ja wohl die Privatsphäre nicht schätzen. Und schon gar nicht in so einer Situation, wo hier, weiß nicht, Wölfe einen auffressen wollen und irgendwelche Monster hier rumrennen. Also, naja, gut. So ist es halt. Schauen wir mal hier, ob wir hier irgendwas finden. Hier ist etwas, Werke eines künftigen Künstlers. Ja, wenn er noch lebt, dann kann das durchaus passieren. Ich bezweifle das aber irgendwie so ein bisschen. Schauen wir mal da. Haben wir ein Bingo-Spiel. Und ansonsten ist hier nicht wirklich irgendetwas. Marys Tagebuch. Aha, da darf ich jetzt Bedard dann had without a doubt been the closest man in the village to William Hamilton, otherwise known as Uncle Willie. Aha, ich führe ein Tagebuch genauso wie Mama, aber ich mache kein langes Gesicht, wenn ich was aufschreibe, denn ich schreibe gerne über meine Gedanken und am liebsten über Martin. Ich liebe es, über ihn zu sprechen. Ich glaube, er liebt mich auch. Und ich glaube, er liebt mich auch. Wie in Romeo und Julia will aber niemand, dass ich mich mit ihm abgebe, nur weil er ein Blaze ist. Aber genau wie in Romeo und Julia wird auch unserer wahren Liebe nichts im Wege stehen können. 18. August.
Ich habe keinen Appetit mehr, denn ich kann nicht mehr schlafen und in jeder wachen Stunde wird mein Körper von starken Zitteranfällen heimgesucht. Papa bringt mich zu Dr. Beaupré, der fasst mich mit seinen Wurstfingern überall an, von seinem Mundgeruch ganz zu schweigen. Ekelhaft. Ich bin noch nicht krank, ich bin verliebt. Ich liebe Martin so sehr. Nichts mag ich so sehr, wie mir vorzustellen, wie wir miteinander spielen, was wir auch immer tun, ob er wohl den Schlüssel wieder hat, den ich vor ein paar Tagen fallen gelassen hatte. Das hatte ihn ziemlich traurig gemacht, denn es war der Schlüssel zur Gartenlaube von seinem Vater. Und Martin fürchtet sich immer vor seinem Vater. Ich glaube, Martins Vater ist ein bisschen so wie Papas Gott. Der Schlüssel ist in einen Graben neben der Laube gefallen. Aber Martin, er hat geheult wie ein Kind, aber ich liebe ihn trotzdem. Okay, 24. August. Mama weint oft, wenn sie sich einsam fühlt. Ich glaube, sie hat keinen Grund zum Weinen. Mama kann sich manchmal richtig blöd anstellen. Papa muss viel arbeiten, weil dieser reiche Mann hier alles aufkauft. Das machen Notare nun mal. Sie sorgen dafür, dass die Leute das bekommen, wofür sie bezahlen. Es ist etwas komplizierter, aber so hat Papa mir seine Arbeit erklärt. Der reiche Kerl ist nicht so schlimm, wie Martin meinte. Als ich ihn heute Morgen in Papas Büro gesehen habe, hat er gesagt, dass ich ihn Onkel Willy nennen soll. Das fand ich ganz lustig und er hat mir jetzt Süßigkeiten gegeben. Gut, ein bisschen alt und vertrocknet, aber dennoch Süßigkeiten. Ich glaube, Onkel Willy und Papa kommen gut miteinander aus. Denn wenn sie zusammen sind, lacht Papa genauso, wie er auch lacht, wenn er sich mit dem Pfarrer unterhält. Okay. Ja, ich war noch nicht ganz durch hier. 22. September. Ich muss das schreckliche Medikament von Dr. Beaupré runterschlucken, denn sonst hätte ich nicht bis Weihnachten überlebt, hat er zumindest gesagt. Martin habe ich seit Wochen nicht mehr gesehen, in der Schule war ich auch lange nicht mehr. Papa betet schon seit einer ganzen Weile jeden Morgen und auch jeden Abend an meinem Bett. Heute ist er mit Onkel Willy jagen gegangen und hat mich aufgefordert, zu Gott zu beten, dass er ihn segnen soll. Ich glaube, es hat mit dieser Medizin zu tun, dass sich nur die Reichsten der Reichsten leisten können. Papa hat mir gesagt, dass er bis zu seinem Tod für Onkel Willy beten wird und dass ich das auch tun soll. Meine Güte, erst der Pfarrer und jetzt Onkel Willy. Ich frage mich, wann Papa wohl für den Weihnachtsmann beten wird. 28. September. Wie kann Mama nur so dumm sein? Und immer fetter wird sie auch noch. Sie heult die ganze Zeit herum wie ein kleines Kind. Das geht mir so auf die Nerven. Ich bin heute Martin begegnet. Er hat ziemlich dünn ausgesehen und auch irgendwie dreckig. Er sieht auf jeden Fall nicht so fein und gut aus wie Onkel Willy. Das kann man wohl sagen. Okay. Marys Tagebuch. Das war allerdings Seite 3. Da drängt sich mir die Frage auf, wo wir Seite 1 finden. Können wir jetzt Carl lesen? Wasn't desperate enough. Nein. To invade a village woman's privacy. Okay. Gut. Ja, so richtig weitergebracht hat uns das jetzt auch wieder nicht. Das heißt auf gut Deutsch, wir müssen jetzt schauen, was wir hier draußen finden können, ob wir hier überhaupt irgendwas finden können. Wir müssen gleich mal auf unsere Karte schauen. Jetzt schauen wir erstmal hier Gemüsebeete, also alles mehr oder weniger idyllisch, sag ich mal ganz einfach. Keine großartigen Sprünge sind hier sicherlich möglich, aber was haben wir denn hier? Das sieht aber ganz schön aus. Haus der Familie Bedor, ja. Gut, gucken wir mal, ob wir hier einfach so reinkommen. Und das ist tatsächlich der Fall. Ich bin ja schwer verwundert. Können wir das Ganze wieder zumachen? Nein. Ich habe immer so ein bisschen Angst vor den scheiß Wölfen. Aber wir müssen natürlich mal gucken, was wir finden. So, das hier wäre doch ein optimaler Platz für ein... Was haben wir da? Eisenwaren. Für einen... Was ist das hier? Dieses scheiß Radio, Mann. Macht mir das... Halt's Maul. Kann doch wohl nicht wahr sein. Das wäre hier ein optimaler Platz eigentlich für so einen blöden, verdammichten... Wieso kann... Ich hätte auch das Ding hier anmachen können, ne? Für so einen blöden Magneten. Aber ich finde und finde einfach keinen. Das darf nicht wahr sein. Da musste wohl jemand seine Sünden verbergen. A true Catholic always strives to keep lowly temptations at bay. Obviously, Carl thought, someone in this house wasn't doing a good job at upholding the Holy Bible's teachings. A peculiar key indeed, too small to fit in a door lock. What sort of miniature object was it meant for?
Okay. Gut, also ein kleiner Schlüssel, noch mehr Fragen und noch weniger Antworten. Oh, 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 Leute, Leute, Leute. Wir nehmen mal die leere Flasche mit einfach. Auch wenn ich beim letzten Mal gesagt habe, wir brauchen keine mehr. Aber wenn man so viele davon findet, dann ist das schon irgendwie seltsam. Gut, ja. Ja, 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 ja. Gut, wir müssen gleich natürlich mal auf Schatzsuche gehen. Das ist klar. Aber ich frage mich auch, was dieser kleine Schlüssel hier zu bewirken hat. Oder ob der überhaupt irgendwas bewirkt. Ich gehe mal jetzt gerade nicht davon aus. Wir schauen mal, was wir hier auf der Seite des Hauses haben. Nichts Berauschendes. Hier auch nicht, hier auch nicht. So, da gehen wir jetzt rein, schauen uns die neuen Notizblock-Einträge an und dann schauen wir mal, ob wir diese kleine Schnitzeljagd hier gelöst kriegen. Aber erstmal, wie gesagt, gehen wir hier rein. So, Tür zu. Naja, von mir aus bleib auch offen, wenn du willst. Nein, es geht zu. So, jetzt hier, Notizbuch. Okay. Ja, das hatten wir alles schon. Hier ruht Elise Isabel Beret, okay. Ich muss herausfinden, wie diese Nachricht dem Doktor. Der Kasten hat Brisant, so haben wir nur die Machenschaften. Das gibt's doch alles nicht, ey. Mann. Okay. Okay, okay, okay. Haus der Familie Bedard. War keine Seele zu finden. Eine drohende Gefahr treibt die Leute aus ihrem Dorf. Die Royce bilden keine Ausnahme. Okay, mehr gibt's also über die Familie Bedard momentan noch nicht zu sagen. Die Frage ist, ob die auch abgehauen sind. Das weiß ich natürlich nicht. Mord an Hamilton. Da kommen wir nicht durch. Die junge Frau. Ich bin kein Arzt. Okay, ich muss nach Norden. Ich glaube, wir müssen mehr Fotos machen. Wir müssen definitiv mehr Fotos machen. Okay. Ja, wir müssen definitiv mehr Fotos machen. Aber jetzt kümmern wir uns erst einmal um diese Schnitzeljagd hier. Das wird wohl das Beste sein. Schauen wir uns das an. Notizbuch, Verbrauchsgüter, Inventar, Streichhölzer, Schlüssel, Klatja und Söhne. Dann haben wir hier einen Talisman. Hier haben wir einen kleinen Schlüssel, Klebeband. Schauen wir mal. Dokumente. Isabel, Maries Brief, Romanseite, Luises Tagebuch, Zeichnung, Artikel über Blaze, Quittung Blaze, Schatzkarten. So. Ranger Fiebel, haben wir das übrigens? Ne. Wilfred Roy, okay. So, dann wollen wir mal gucken hier. Dokumente. Schatzkarten. So. Schatzkarte 1. Schatzkarte 4. Okay, Schatzkarte 1. Das hier scheint das erste Haus zu sein. Zurück, weiter. Das müssen wir mal mit der Karte vergleichen. Wenn ihr das hier seht, das ist... Die Frage ist, welches Haus ist das überhaupt? Karte. Tja, das weiß ich auch nicht so genau. Ja. Es ist alles nicht so einfach, muss ich sagen. Blaze, Bluin. Okay, wenn man von hier ausgegangen ist, dann kann natürlich diese Blockhütte da noch interessant sein. Da ist dieser Erdrutsch geschehen, okay? Also da kommen wir erstmal
nicht weiter. Wenn das der Fall ist, dann muss man vielleicht mal von der anderen Seite ausgehen und schauen, diese Blockhütte vom Haus der Blaze, wenn die da durch den Wald eventuell gegangen sind, das könnte natürlich möglich sein. Vielleicht wäre das so die erste, nächste, ja, Alternative, die wir hätten, wo wir mal nachschauen sollten. Ja, würde jetzt erstmal auch keinen anderen Plan haben. Das ist ja das Problem. Wenn ich irgendeine Idee hätte, dann würde ich sagen, okay, das Einzige, was wir noch mal kurz machen könnten, wäre zu überprüfen, ob wir vielleicht irgendwo noch Fotos von machen sollen. Das wäre ja nicht so schlecht, wenn wir hier ein Notizbuch schauen. So, dann haben wir hier jetzt beispielsweise, davon haben wir Fotos, davon haben wir Fotos. Verlassenes Fahrzeug, so, das sind Fotos. Dann haben wir hier, das Ding haben wir fotografiert, da haben wir alles fotografiert. Hier haben wir alles fotografiert. Eisiges Geheimnis, da fehlt etwas, da sind wir noch nicht. Hamilton. So, okay, Mord an Hamilton, die junge Frau. Und hier fehlt eine Menge, die Jagd. Also da müssten wir vielleicht mal schauen, ob wir da nochmal hingehen. Aber erstmal machen wir jetzt das, was ich gesagt habe. Wir gehen erstmal zu dieser Blockhütte. Und vielleicht haben die Männer ja da Unterschlupf gesucht. Das wird zumindest so von der Geografie her passen. Denn die letzte Meldung, die wir hatten, war ja tatsächlich, wir sind auf dem Weg durch den Wald. Also das war ja das, was wir wussten. Die Männer sind da durch den Wald irgendwie gegangen, in irgendeiner Form. Und dementsprechend müssten die natürlich dann auch, ja, vielleicht irgendwo geschlafen haben. Das wäre jetzt meine Idee. Das kann auch Schwachsinn sein, aber ich wüsste sonst ehrlich gesagt nicht, wie wir weitermachen sollen. Ich meine, es gibt zwar noch eine ganze Menge Häuser auf dieser Strecke. Wir könnten natürlich auch mal die Patienten zum Beispiel besuchen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber das erschließt sich mir momentan nicht, sondern das, was sich abgespielt hat, das hat sich ja tatsächlich auch hier ganz in der Nähe abgespielt, sodass wir wirklich fast schon hier in dieser Gegend das Rätsel lösen müssen, weil ja die auch zwangsläufig irgendwie hier wo bin ich jetzt wieder hingefahren, weil die ja zwangsläufig hier auch alle vorbeigekommen sein müssen. Wenn man sich die Geografie mal anguckt auf die andere Seite, kann natürlich sein, dass sie da gewesen sind. Ausschließen kann man das nicht hundertprozentig, aber hier wissen wir es auf jeden Fall, dass sie hier gewesen sind. Und Wissen gefällt mir grundsätzlich immer auch ein bisschen besser als Denken. So, schauen wir mal hier, was wir hier wieder haben. Aha, Clotier. Schaut euch das mal an. Da sind wir gewesen und dafür haben wir einen Schlüssel. Terrain Drive. Ja, und wie wir hier driven. Und jetzt schauen wir mal. So, hier haben wir das erste Forstgebiet. Und das hier könnte jetzt eine sehr interessante Route sein. Da bin ich mal absolut gespannt, wie sich das jetzt hier entwickelt. So, hier haben wir wieder eine Axt, aber da haben wir schon eine von. Hier haben wir Feuerholz. Wir schauen mal. So, hier durch den Wald. Die Männer sind durch den Wald gegangen. Wir erinnern uns. Also denke ich, dass ich hier absolut nicht falsch bin. It was a typical shot. Aha. Just like the ones you hear about in Quebecois legends. Local lumberjacks used it to rest and twice a day eat up their pea soup. Okay. So, ja, schauen wir uns mal hier um, was wir hier finden können. Ob wir hier überhaupt irgendwas finden können, was uns weiterbringt. Hier haben wir eine Lampe. Die machen wir natürlich mal an. Feuer brauchen wir nicht. Untersuchen. Halb leer oder halb voll? Okay. Jemand war hier. Das hätte ich auch ansonsten. Who quits a game one step away from victory? Ja, wer gab schon einen Zug? Ah, okay. Gut, das lässt also auch wieder darauf schließen. The leftover food, the clothes, the general warmth of the place. No evidence of escape. Carl was sure of it. People were here not long ago, and they expected to come back. Und sie hatten vorgehabt, zurückzukehren. Okay, ja, das kann man hier natürlich ableiten. Also auch hier scheint wieder irgendwas passiert zu sein, dass man schnell und plötzlich hier
die ganze Sache verlassen musste. Das sieht man tatsächlich daran. Ich meine, so eine Schachpartie dauert ja ein bisschen. Und wenn man dann einen Zug vorm Gewinnen ist, dann hört man in der Regel natürlich nicht auf. Wir sehen hier wieder Fußabdrücke von Wölfen, was ja mittlerweile nicht mehr unbedingt so als gutes Omen hier zu betrachten ist. Aber wir müssen ja natürlich auch mal schauen, was überhaupt jetzt hier passiert ist. Wir haben wieder eine leere Flasche eingepackt. Davon haben wir mittlerweile genug. Und dann fahren wir mal den Weg hier weiter runter und gucken einfach mal, ob wir hier eventuell was finden können. Also, hier waren Leute. Und das ist natürlich nicht auszuschließen, dass das die gesuchten Männer waren, die hier übernachtet haben. Und dementsprechend machen wir jetzt unseren Weg mal weiter hier in diese Richtung. Schauen wir mal. So, und jetzt sind wir hier an der Abbiegung. Das ist für mich jetzt nicht so einfach zu entscheiden. Da müssen wir mal unsere Karte zu Rate ziehen. Ja gut, da geht es einmal links, einmal rechts. Ich würde sagen, wir beginnen mit dem Weg links, gehen aber rechts auf jeden Fall auch noch hoch. Oder das können wir vielleicht auch später zu Fuß machen, wenn wir uns wieder vernünftig aufgewärmt haben. Dann können wir uns hier sowieso mal ein wenig umsehen. So, gehen wir hier mal in Deckung. Schauen uns hier erstmal nochmal ganz kurz um, ob wir hier auf den ersten Blick jetzt schon mal was erkennen. Das scheint allerdings nicht wirklich der Fall zu sein. Gucken wir mal hier. Ja, auch da ist eigentlich nichts, was wir jetzt ganz dringend untersuchen müssten. Und deswegen gehen wir mal rein hier in die gute Stube. So, aufschließen. Dafür haben wir tatsächlich Alibaba's Cave, Lumberjack Edition. Surely Carl would find something worth his time in here. Okay, sicher würde Carl etwas finden, was uns nutzt. Da gehe ich doch mal schwer von aus. Können wir die Lampe hier anmachen? Leider nicht. Da brauchen wir unsere Taschenlampe und schauen uns jetzt hier mal ein wenig um. Beziehungsweise, wisst ihr was, wir machen hier einen Schnitt und schauen uns hier beim nächsten Mal um. Danke fürs Zusehen. Ciao.